Gekonnte Schleuderbrettakrobatik von den international bekannten Rialtos. Und die äußerst komische Nummer der Truppe, die Hobbyhoppers. Komik und Artistik. Humor und Spaß. Alles, was wir will, haben. Die Hobbyhoppers. Ein tempogeladener artistischer Ulk. Lange haben die Rialtos überlegt, um zu dieser Darbietung zu kommen. Alle sollten mitmachen. Was kann man tun? Lachen wollen die Leute immer. Also etwas Lustiges. Was könnte man? Alle irgendwie ein Clown? Ja, Typen aus dem Leben in Verbindung mit Sprungakrobatik. So entstanden die Hobbyhoppers. Zwei Darbietungen bessern außerdem die Gage auf und Artisten, die eine zusätzliche Darbietung haben, sind auch international gefragter. Peter Altenburg, Truppenchef. Dein Weg zum Zirkus? Ja, ich bin gelernter Elektromonteur. Ich habe 1962 ausgelernt. Und dann habe ich mich eigentlich beworben beim Zirkus. Und zwar auch beim Zirkus Eros damals. Als Elektriker und Beleuchter. Ich wollte eigentlich nach Berlin und habe durch ein Fahrgeschäft, die Achterbahn, die stand gerade in Güstrow damals, wo ich zu Hause bin, erfahren, dass der Zirkus praktisch ein Winterquartier hat in Berlin. Und das war eben ausschlaggebend für mich, mich dort zu bewerben. Ich hatte noch gar keine Vorstellung von Artistik und dergleichen. Und erst als ich dort war nachher, da kam allmählich die Überlegung, das möchte ich auch machen. Und dann kam 1964 die erste Schleuderbrettdarbietung, die Tornados, von der Schule, von der Artistenschule. Gesagt, das möchte ich auch mal machen. Nur ist ja immer schwer, irgendwo reinzukommen, wenn man als Außenstehender, ne? Es war zwar gerade ein Wechsel gewesen mit einem Mittelmann und Untermann, aber leider, damals kam jemand anders rein. Dann habe ich 1965 aufgehört, bin nach Berlin gegangen, habe fast anderthalb Jahre beim Erich Weiner Ensemble gearbeitet, auch als Beleuchter und Elektriker, habe Kontakt gehalten mit den Artisten, Artistenschüler, mich immer umgehört, wo kann ich eventuell mal einsteigen. Habe nebenbei probiert im Haus der jungen Talente. Habe da Trapezunterricht genommen. Ich bin zwar groß und lang, aber irgendwas musste ich ja machen. Habe dann auch Privatstunden genommen. Dann reichte das Geld wieder nicht so richtig. Dann bin ich in der Staatsoper gegangen, habe Kulissen geschoben abends. Auf jeden Fall war ich immer am Ball, wie man so schön sagt. Und dann 1966 im Sommer, da habe ich das Glück gehabt, bei einer Fluchttrapez-Darbietung mitzuprobieren. Als Fänger sollte ich da probieren. Habe mir alleine schon was gemacht. Und genau zu dem Zeitpunkt, ungefähr einen Monat später, da kam mit einmal der ehemalige Truppenchef von Tornados zu mir mit einem Kollegen und fragte mich, ob ich Lust hätte einzusteigen. Also wusste ich im ersten Moment auch nicht, was mache ich. Bleibe ich hier bei dem, beim Fluchttapez. Ich hatte zwar noch keinen Vertrag, aber... Oder bleibe ich bei den jungen Leuten. Und ich habe mich dann entschieden, bei den Tornados zu bleiben, dort mit einzusteigen. Dann musste ich ein halbes Jahr auf der Artistenschule und dort wurde die Nummer nochmal aufgebaut. Und wie ich vorhin schon sagte, gleichzeitig bauten wir die komische Darbietung mit auf. Mit Hilfe einiger Lehrer noch.
bewegt dann, ne? Weil wäre der Peter nicht gewesen, wäre ich bestimmt schon nicht mehr in der Truppe. Der Peter hat mich aufgebaut, hat was aus mir gemacht. Dem Peter habe ich alles zu verdanken. Viel und alles. Eben ohne Peter würde nicht so gut laufen. Er hält ihm die Truppe auch sehr stark zusammen, organisiert viel, schafft viel ran. Er ist auch der, der alles antreibt. Schinder Hannes, Spitzname. Wenn er nicht probieren kann und keine Longe halten kann, ist er eben kein Mensch. Zirkusbesessenheit. Er ist besessen. Er stirbt nur in der Manege. Wir müssen sie noch raustragen eines Tages. Frau Altenburg ist nur noch in der komischen Nummer. Fühlen Sie sich als Ulknudel? Nö, eigentlich nicht. Am Anfang habe ich sehr viele Schwierigkeiten gehabt, das zu überwinden. Aber mit den Jahren verliert sich das dann, ja. Also das erste Mal komisch war für mich ganz schlimm. Dieses Kostüm und dann so ein bisschen geschminkt noch. Aber das kommt eben dann mit den Jahren. Dann, das wächst ja in einen rein. Man ist ja dann so damit verbunden. Das stört dann nicht mehr so. Wie lange kann man so etwas machen? Ja, das weiß ich nicht. Solange wie die Knochen mitmachen, solange man gesund bleibt, kann ja ganz schnell mal irgendwas passieren und dann ist aus. Wie damals eben mit meinem Bein, da ist Schleuderbrett zu Ende. Genauso kann es ja auch mal passieren. Wir hoffen es nicht. Jedenfalls so lange, wie ich es körperlich aushalte, noch möchte ich schon noch machen. Peter will ja sowieso, der erzählt mir immer noch 10 Jahre und noch 10 Jahre, dann ist er mittlerweile 60. Naja, das ist eben unser Beruf. Und was anderes haben wir nicht gelernt. Ich jedenfalls nicht. Peter ja. Und damit müssen wir erstmal so lange arbeiten, wie wir arbeiten können. Denn wenn man
20 Jahre, wie wir jetzt mit Unterbrechung beim Zirkus sind, und dann raus so, ins normale Leben, das ist ja unheimlich schwierig. Wir haben ja einen ganz anderen Rhythmus. Man findet sich ja nicht so leicht rein. Das ist unheimlich schwer. Und da muss man schon drum kämpfen, dass es so lange wie möglich geht. Der Zirkus rollt. 2 bis 3 Tage wird an einem Ort gespielt, dann wird umgesetzt in eine andere Stadt. Einpacken, auspacken. Das ist auch Zirkusalltag. Die Rialtos. Artistik in Perfektion. Sprünge, Salti und Dreifachsalto in temporeicher Abfolge. Guido arbeitet gerade am 4-fachen Salto, der dann in die Darbietung aufgenommen wird. Mann hoch. 5 Mann übereinander. Die Pyramide. Last auf dem Truppenchef. Wieder umsetzen, wieder ein neuer Spielort. 2 Vorstellungen am Tag, 2-mal ausverkauftes Chapiteau. Frau Altenburg, hat man Zeit füreinander? Man gewöhnt sich dran. Er sagt immer zu mir, stell dir mal vor, wenn ich Direktor wäre, da wäre ich kaum zu Hause. Ja, wahrscheinlich durch die vielen Proben, die wir machen. Ist natürlich in den letzten Jahren jetzt auch sehr viel auf die Nummer drauf zugekommen. Durch Ausfälle eben und so, immer wieder Neuaufbau, immer wieder probieren. Klar, da bleibt wenig freie Zeit. Das ist eben der Vormittag, sind die Proben da. Und dann laufen die beiden Vorstellungen. Und manchmal, wenn es ganz schlimm war, wenn Unfälle da gewesen sind oder nicht, kamen wir dann abends auch noch Proben. Da bleibt wenig vom Privatleben übrig dann. Welche Probleme hat ein Truppenchef? Das ist eigentlich immer dieser ständige Wechsel mit den Leuten. Das läuft über Jahre manchmal gut, dann kommen Unfälle oder Familienprobleme. Jemand heiratet, springen auch Leute ab, auch schon vorher kommen. Oder jemand stellt fest, das ist zu hart, der Beruf ist zu hart, hat dann keine Lust mehr. Wir haben auch schon 2 gute Leute gehabt, 1 Jahr lang probiert. Waren sie auch wieder weg. Also man probiert viel umsonst. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ne? Aber für die anderen Kollegen, die übrig bleiben, muss ich sagen, ist es eigentlich ein Vorteil. Sie werden vielseitig. Und wir merken das besonders, wenn wir einen Ausfall haben. Dann haben wir mit einmal Zeit für Dinge, die wir ausprobieren. Angela Moreno und die Morenos.
Und nun, meine Damen und Herren, wird Peter Altenburg ein Lebensgewicht von 8 Zentnern tragen. Oder man könnte auch sagen, auf 2 Beinen 7 Menschen. Peter Altenburg und die Vulcanos. In einer so großen Truppe, da muss eigentlich jeder fast alles können. Auch das muss sein. Auch das muss man können. Eine Bohle vom Schleuderbrett war gespalten und muss im Tischlereiwagen des Zirkus neu gefertigt werden. Vorstellung. 4-mal am Tag Auftritte. 4-mal höchste Konzentration, um Unfälle zu vermeiden. Nach getaner Arbeit findet man die Zirkusleute nicht selten so. Da sitzt man, erzählt Geschichten, Erlebnisse oder neue Ideen werden diskutiert. Der Hannover hat aufgebaut, ich stand daneben, musste die Hose hoch. Gut, da dreht, ist schnell zurückgerannt zum Absichern. In dem Augenblick fiel die Hose. Er steht und läuft gerade hoch. Meine Hose! Das ist zu viel, ne? Vom Umziehen quer durchs Foyer. Und die Japaner standen alle und wieder. Wir wussten, wie höflich und freundlich die sind und so. Und er schmiss sich aus Gag so mitten ins Foyer und viel lacht da nur und lach erstmal. Und die Japaner gleich hin und haben ihn aufgerichtet und sich vor ihm verbeugt. Nichts mehr sagen, nichts anrühren, gar nichts. Wir sind in 20 Minuten da. Sondern kam dann, sag mal, bist du der und der? Sagte, ja. Na, du hast doch gerade mit einem von unseren Leuten telefoniert. Ich sag, weiß ich nicht, war irgendein Engländer? Nee, der sagte, du hast mit unserer Botschaft telefoniert. Na, ich hab Englisch mit denen gesprochen, mit unserer Botschaft. Da haben die mich dann freigekauft. Frau Altenburg, Leben im Zirkus? Ich kann mir zwar nicht richtig vorstellen, vom Zirkus wegzugehen, aber wenn man vielleicht dann doch älter wird, und ist ja immerhin eine Anstrengung alles verbunden, das ganze Leben, ja, denn es belastet einen ja auch nervlich irgendwie, diese Reiserei, der Rhythmus 2 Tage, 3 Tage. Und je älter man wird, denke ich mir, umso anstrengender wird es. Vielleicht packt man es vielleicht nicht, weil man ist ja auch zu sehr damit verbunden. Zirkus ist ja unser Leben im Prinzip, ja. Ich kenne ja gar nichts anderes. Man ist zu sehr verbunden damit. Wer sein Leben dem Zirkus gewidmet hat, findet auf diese Frage immer die gleiche Antwort. Zirkus ist ihr Leben. Die Rialtos. Schleuderbrett-Akrobatik. Fliegt einfach mit, leicht wie ein Luftballon fliegt. Und die Zeit, die